Hallöchen und herzlich willkommen aus Frankfurt zu einem neuen Review. Es ist schon sehr spät, deshalb sehe ich schon so ein bisschen zermatscht aus. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, aber nichtsdestotrotz, ich wage mich nochmal vor die Kamera, um euch 4 coole Produkte vorzustellen, die ich geschickt bekommen habe. Ihr kennt ja vielleicht noch so von früher diese Objektive, die man auf euer Smartphone so draufklemmen kann und dann habt ihr angeblich die geilsten Bilder, noch besser als mit einer Spiegelreflexkamera. Ja, das ist natürlich alles nicht möglich, aber heute möchte ich euch eine Firma vorstellen, die heißt Lemuru. Die hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich denn mal diese 4 Linsen ausprobieren möchte, Smartphone-Linsen. Und da war ich zuerst skeptisch, habe sie mir aber mal angeschaut und dachte, ja, das kann man mal ausprobieren und vielleicht sind die ja sogar besser als die Dinge, die ich früher kannte, so was weiß ich, für 15 bis 20 Euro auf Amazon, die sind alle, das ist alles Käse, aber die ich hier habe, die sind wirklich richtig gut und das sage ich nicht, weil ich die gesponsert bekommen habe, sondern weil ich die jetzt schon seit 4 Wochen habe und damit richtig coole Bilder gemacht habe und auch coole Videos und das Ganze möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zuallererst, die Linsen gibt es aktuell nur fürs iPhone. Was heißt fürs iPhone? Es gibt nur die Hülle fürs iPhone und die Linsen kommen auf die Hülle drauf. Das ist ein ganz normales iPhone 8 Plus, 256 GB. Und dazu braucht ihr dann so eine Hülle. Da ist so ein kleines Tier drin. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Genau. Das Case selber macht einen relativ guten Eindruck. Auf der Rückseite so eine Art Kunstleder. Aber das Besondere ist, hier oben habt ihr ein Gewinde, damit ihr die Objektive quasi dran schrauben könnt und nicht mehr so dran klemmen könnt. Das ist ziemlich nice, denn so hält das Ganze auch endlich mal. Und auf der Unterseite habt ihr natürlich auch noch nach wie vor die Möglichkeit, euer Smartphone zu laden. Und dann fangen wir direkt mal an. Ich habe hier 4 Objektive für euch. Die gibt es übrigens in Schwarz und in Weiß. Kosten alle um die 75 Euro. Zu jedem Objektiv bekommt ihr noch einen kleinen Schutzbeutel dazu. Zu manchen Objektiven sogar noch eine Gegenlichtblende. Übrigens, das Case, damit ich es nicht vergesse, kostet so zwischen 25 und 35 Euro. Es kommt ein bisschen darauf an, welches iPhone ihr benutzt. Die Objektive, wie gesagt, gibt es in Schwarz und in Silber und sie sind aus Aluminium und Glas. Wiegen so alle um die 40 Gramm und jetzt nehmen wir uns mal eins raus, was wir uns zuerst anschauen und dann gibt es natürlich immer so ein paar Beispiele für euch. Fangen wir mit dem Weitwinkelobjektiv an. So sieht das Ganze aus. Ihr habt hier ein 18 mm Objektiv. So sieht die Glasoberfläche aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Fühlt sich von der Verarbeitungsqualität her sehr gut an. Also wirklich wertig und nicht so ein billig China-Schrott. Und oben könnt ihr dann immer diese Schutzcappies drauf machen, damit ihr das Frontelement nicht verkratzt. Auf allen Objektiven habt ihr hinten so ein Gewinde, damit ihr das auf die Hülle draufschrauben könnt. Das Teil wiegt 40 Gramm und ihr habt einen Blickwinkel von 111 Grad, also nochmal 10 mm weiter als mit eurem iPhone, das ungefähr ein 28 mm Objektiv hat. Und wenn ihr das drauf macht, habt ihr angeblich ein 18 mm Objektiv. Und wie das in der Praxis ausschaut, das möchte ich euch natürlich jetzt zeigen. Viel Spaß! Als nächstes schauen wir uns das Teleobjektiv an. Das ist das hier. Fühlt sich auch sehr wertig an, wie ich eben schon gesagt habe, wie alle Objektive. Da seht ihr mal das Frontelement. Das Teil wiegt übrigens 45 Gramm. Ihr habt mit eurem iPhone einen zweifach optischen Zoom. Wenn ihr in der Kamera-App drin seid, dann seht ihr so eine kleine 2. Wenn ihr da drauf tippt, habt ihr wie gesagt den zweifach optischen Zoom. Und hiermit habt ihr sogar einen vierfach optischen Zoom. Das heißt, ihr kommt doppelt so weit. Und wie das ausschaut, wenn ich das auf das iPhone dran mache, zeige ich euch natürlich auch mal. Hier ist das iPhone jetzt. Das packe ich jetzt mal da rein in die Hülle. Könnt ihr relativ leicht einpacken und auch wieder relativ leicht rausholen. Das funktioniert dann so. Dann nehmt ihr das Objektiv und schraubt es hier oben drauf. Passt gut darauf auf, dass ihr das Objektiv wirklich gerade dran macht und nicht falsch rum. Ansonsten können schwarze Ränder entstehen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es erstmal auf dem iPhone ist.
Ja, und jetzt die nächsten Beispiele für euch und die gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung als Download. Ein Objektiv, von dem ich somit am meisten begeistert war, ist das Makroobjektiv. Das schaut so aus. Relativ klein, relativ schmal auch, aber ihr habt eine 10-fache Vergrößerung von dem, was das iPhone eh schon sieht. Das Teil wiegt auch knapp 40 Gramm und ihr dürft euch nicht wundern, sobald das einmal auf eurem iPhone drauf ist, das zeige ich euch jetzt mal, so sieht das Ganze dann aus. Wegen einer Sache dürft ihr euch nicht wundern, alles sieht mega verschwommen aus. Das liegt aber daran, dass ihr wirklich richtig nah an eure Objekte drangehen müsst, bis ihr tatsächlich die ganzen Sachen scharf seht. Passt ein bisschen auf, ihr kommt wirklich richtig nah dran. Ich schätze mal, das sind knapp 2 cm, die ihr an eure Objekte drankommt, wie zum Beispiel Blumen, Schokolade oder hier zum Beispiel das Objektiv. Und dieses Objektiv ist mit eines der Objektive, die am meisten Spaß bereitet haben, weil ihr so nah dran kommt und ihr denkt so, boah, und das Bild oder das Video wurde mit einem iPhone aufgenommen. Also ist schon mega und jetzt viel Spaß bei den nächsten Beispielen. Das letzte Objektiv ist das Fisheye. Das sieht richtig fancy aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wow, sogar diese Rundung, die alle so lieben. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr das Frontelement nicht zerkratzt. Und das Fisheye wiegt knapp 42 Gramm. Mit diesem Objektiv bekommt ihr diese typische Fisheye-Wölbung hin. Und ihr habt hierbei ein 8mm Objektiv und einen Winkel von 238 Grad. Wie das Ganze dann in der Praxis ausschaut, das seht ihr jetzt. Am Ende stellt sich natürlich die Frage, wer braucht solche Objektive? Habt ihr zu Hause eine Spiegelreflexkamera, seid ihr professionelle Fotografen, dann braucht ihr wahrscheinlich das Zeug nicht. Na und, ich habe trotzdem eine Kamera, ich habe sogar 2 Kameras, ich habe sogar ein Fisheye-Objektiv, ich habe ein Weitwinkel, ich habe ein Teleobjektiv und trotzdem finde ich die Objektive ganz cool. Und jetzt habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wer braucht die Dinge eigentlich wirklich? Nehmen wir mal an, ihr habt euren eigenen Design-Shop, ihr habt euer Café, euer Restaurant, euren Blumenladen, wie auch immer. Und ihr wollt euch nicht immer mit so einer großen Spiegelreflexkamera rumärgern oder habt vielleicht schon andere Kameras ausprobiert und kennt die gar nicht so richtig bedienen. Dann wären diese Objektive wahrscheinlich genau richtig für euch, denn ihr geht einfach nur in die Kamera, tippt drauf und damit ist das Bild gemacht. Also im Grunde super simpel und das macht sich natürlich auch richtig cool in Instagram-Stories. Dabei müsst ihr nicht viel mit euch rumschleppen, die Dinger sind leicht. Ihr könnt mittlerweile auch mit eurem iPhone super coole Bilder machen und die passen in jede Hosentasche. Das heißt, ihr müsst überhaupt nicht mehr so viel Gewicht mit euch rumschleppen, was ziemlich geil ist und es ist so unkompliziert für ein krasses Ergebnis. Dabei spielt natürlich auch die Verarbeitungsqualität eine Rolle und ich muss wirklich sagen, die Dinger fühlen sich gut an. Also das fühlt sich nicht an wie so ein Billigschrott, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr damit lange euren Spaß haben werdet. 12 Monate Garantie gibt es auf jeden Fall vom Hersteller dazu. Den einzigen Nachteil, den ich überhaupt feststellen konnte an den Objektiven, ist bei dem Fisheye. Die Bilder sehen zwar hervorragend aus, aber ihr müsst aufpassen, dass das Objektiv wirklich an der Kamera von eurem iPhone fokussiert hat, weil manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen schwammig gewesen. Deshalb guckt lieber nochmal doppelt drauf oder macht 2 Bilder zur Sicherheit oder tippt nochmal auf den Monitor von eurem iPhone drauf, dass das Bild auch wirklich im Fokus ist. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen leicht unscharf. Also
lieber zwei Bilder machen oder lieber nochmal drauf fokussieren. Ansonsten habt ihr halt unscharfe Bilder. Mit dem Rest coole Ergebnisse, vor allem mit dem Weitwinkelobjektiv. Wusste ich gar nicht, dass ihr so viel noch bei rausholen könnt. Oder zum Beispiel mit dem Makroobjektiv. Ihr kommt so nah an eure Objekte ran und das Ganze mit einem iPhone. Richtig nice für Detailaufnahmen. Den Link zu allen Objektiven findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt folgende Frage an euch: Was haltet ihr nun von den Objektiven? Ich bin gespannt, unter diesem Video ist jede Menge Platz für Kommentare und viele Beispielbilder als auch Videos gibt es in der Videobeschreibung. Also vielen Dank fürs Zuschauen, danke an Lemuru und ja, Grüße aus Frankfurt.